Hallihallo, ihr lieben Dreisen, herzlich willkommen heute hier bei LS22 Neighbors. Der Obstmann begrüßt euch wieder. Ich freue mich natürlich, geht hier gerne mal auf den Link drauf. Geht auch in der Videobeschreibung unten drin alles für unseren WhatsApp-Kanal. So, und jetzt steht der gesamte Landhandel in Persona vor mir. Wir hatten ja in der letzten Folge, übrigens morgen erst einmal, Grüße. Moin. Moin. Sind heute ein bisschen wortkorrekt, merkt ihr das? Ja. So, und die denken bestimmt noch über die Frage von der letzten Folge nach, nämlich was spannt der Bauer im Märzen ein? Ja, ich kann es dir jetzt auch 5 Minuten später nicht beantworten. Eieiei. Aber wir haben eine Frage an dich. Und zwar die Rösslein spannt da ein. Ja, das kann sein. So, nur erzähl mal, was gibt's denn? Wir wollten eigentlich nur mal an eine Rechnung erinnern. Was, an eine Rechnung? An eine Rechnung. Ja. Ist schon irgendwie 10 Tage her oder so. Aber... Ich hab keine drin stehen. Nee. Gut. Ich glaub, Hab ich gar nicht gesehen, die Rechnung, wenn ich ehrlich bin. Ja, Mischfutter und Mineraldünger war das. Ach, das Zeug. Ja, siehst du, genau. Genau. Und ich hab mich schon gefragt, Jungs, wann kommt ihr endlich mal die Rechnung? Mhm. Ja. Ich hab die überhaupt noch nicht gesehen. Na, da war sie ja jetzt. Na, ist gut, dass ihr sie gerade geschickt habt. Ja, gut. Okay. Gibt's. Gut. Dann haben wir gibt's das sonst auch. Gibt's sonst irgendwas Neues? Nee, das war's eigentlich. Wir haben uns nur überlegt, was wir heute noch machen konnten. Ach so? Ja. Warum ist wir nicht lösen, oder was? Nö, wir haben nichts zu tun. Warte mal. Gibt's Arbeit, pass auf. Naja, ihr könntet mir vielleicht noch einmal ein paar Schweine verkaufen. Mhm. Ja. Ich hab hier, pass mal auf. Ich hab 19 Sauen von den Black Pete. 19 okay. Stück, 297 Euro kosten die. Okay. Also die 19 könnten auf alle Fälle weg. Mhm. Ja, machen wir. Ja. Das wär's grundsätzlich erst einmal. Vielleicht kommt auch bei mir noch was dazu. Müssen wir mal gucken. Kann ich euch bestimmt nochmal für irgendwas. Zeit sagen, ne? Ja, genau. Ist denn, sagen wir, sind denn die Felder unten jetzt alle fertig im Süden? Die ganzen Felder, wo wir gesagt haben, dass da Mais drauf kommt, die sind alle fertig. Die sind alle fertig, krass. Und was hatten wir denn gesagt mit den anderen Feldern? 54, 55, 56? Da hatten wir gesagt, dass wir schauen, dass wir Sachen für unsere Produktionen haben. Ja, aber du hättest doch vielleicht was zu tun, oder? Boah, das ist eine Top-Idee. Ja. Erstmal überlegen, was man braucht. Das stimmt natürlich. Das ist eine super Idee. Und vor allem, was könnt ihr jetzt anbauen, ne? Das ist natürlich gleich das Nächste. Könnt ihr eigentlich so einen Blumen dreschen? Ja. Ihr könnt so einen Blumen dreschen? Das können wir. Oh, das ist natürlich geil. Und ihr könnt die ja ansehen. Also legen, wenn man so will. Auch ansehen. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Es ist gewollt, dass der Traktor mal läuft. Ja. Der Sprit, der muss durch. Ja, nee, aber das ist, wenn der auf Betriebstemperatur ist, schaltet man ja ein Diesel nicht einfach aus, weißt du? Naja, er muss warm, er muss vorlaufen. Das. Sojabohnen könnt ihr noch machen. Mais könnt ihr machen. Ja, genau. Ja. Sorghumhirse können wir auch machen, Kartoffeln können wir machen. Das war's. Baumwolle und sowas, ich glaube, ich wird sinnlos sein. Oliventrauben brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Gut, und zur allergrößten Not eine Zwischenfrucht, Ölrettich. Nee, aber dann machen wir lieber Soja oder so. Oder Sorghumhirse, da können wir auch noch mit anfangen. Ja, aber wäre ja eine Idee, weißt du, dann... Dann habt ihr unten die Felder erst einmal wenigstens in Beschlag, nicht dass irgendjemand anders kommt. Ja, nein, weißt du? Genau. Ja, fragt nach dem Opa Manfred, da wisst ihr immer Bescheid. Ja, der kennt die Arbeit.
Und sonst habe ich auch von den anderen Witzdorfern schon mal irgendwas gesehen, gehört oder wie auch immer? Nein, noch nicht, aber der Tag ist ja noch frisch. Habt ihr das gehört? Der Kohli ist schon wieder erst einmal im Krankenhaus. He? Was? Warum? Renate ist wieder da. Der Kohli, die hat auch schon mal einen kleinen Schwächeanfall gehabt. Sie hat sich gleich ein bisschen übernommen. Ist jetzt nichts ganz Schlimmes, Letzte Woche gestern wegen dem Anhänger, oder was? Wahrscheinlich, vielleicht, wo dann da der ADAC kam? Da hätten wir ja vielleicht mal ein bisschen helfen sollen. Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe aber gedacht, das ist ein Spaß. Ja. Ich habe gedacht, das wäre ja ein Spaß oder so. Machen wir schon jetzt ein bisschen Gedanken, muss ich sagen. Naja, und nachher kam sie dann ja auch, ne? Ja, die war ja dann noch. Ja, die hat ihm ganz schön auch mitgemacht, muss ich sagen. Und eigentlich normalerweise wusstet ihr, dass die noch gar nicht hätte aus dem Krankenhaus wieder rausgedurft oder von der Kur weg? Das hat die selber. Nee, die erzählt ja nichts. Die ist von alleine. Die hat sich selber entlassen aus der Kur. Das ist eine Top-Idee. Da hat sie dann gesagt, ja, die wollte wieder auf ihren Hof und bedenken. Da hat die gesagt, na, ich hätte es vielleicht doch nicht machen wollen, weißt du, und so. Und da wäre besser gewesen, gesagt, bist ja ein Rind wie Bretterbudenkamel. Naja. Ja. Ne fein. Jo, dann. Was siehst du hier an? Ich sehe hier an Sojabohnen gerade. Ah ja. 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 So. Sojabohnen. Also, was? Könnten wir auch brauchen. Ja. Ja, dann. Die kannst du ja im Endeffekt auch noch. Ist ja noch Zeit im Mai. Ja. Jo, dann lass uns jetzt mal machen. Dann werden wir noch fertig heute. Ja. Ja. Das könnte man heute gut schaffen. Müssen wir bloß drüber diskutieren, wer was fährt. Ja, dann auf. Gut. Dann, ja. Meine Lieben, wünsche ich euch noch was, hä? Mach's gut. Dankeschön, dir auch. Jo, ciao, tschüssi. Tschüss. So, meine Lieben. Die wissen alle nicht, was im Märzen angebaut wird. Oder was der Märzenbauer hier sein will. Wisst ihr, wo ich manchmal nicht verstehe? Wenn ich die Scheiße hochmache, warum macht's denn das nicht hoch? Ich will fünfmal drücken und dann fahr ich halt einfach, wenn's nicht hoch ist. Das verstehe ich manchmal nicht so richtig. So. Jetzt machen wir hier noch das kleine Stück. Was, jetzt gehen wir den ganzen Leuten mit auf den Sack. Also mal gucken, ob mich der Richard mal anruft. So, gut.
Übst, Manfred, jo, hallo, grüße. Meine Herr Schott, grüße dich. Du wolltest was. Hast du deine Tabletten genommen heute schon? Immer. Gut. Ich habe eine Frage an dich. Und mal gucken, ob du mir die beantworten kannst. Keiner kann es bis jetzt. Ich sag einfach mal nein. Was spannt der Bauer im Märzen ein? Ich dachte, jetzt kommt ein deutscher Satz. Ja, was ist ja ein deutscher Satz? Was spannt denn der Bauer im Märzen ein? Gute Frage, nächste Frage. Ja. Einer kann mir die Frage beantworten. Ich bin am Verzweifeln. Ja, Richard, ich bin bald so drauf. Jahre alt wie du. Ich bin mal bald so drauf wie du. War ja noch verrückt. Wirst du ja hier, was ja hier blöde. Manne, wir sind keine 120 wie du. Ja, wir können keine 120 sein. Sag doch mal. Weißt du das jetzt oder weißt du das nicht? Ne, im Märzen der Bauer die einspannt. Ich kenne das Lied nicht, bin ich ehrlich. Ist das ein Gedicht? Ist das ein Gedicht? Was soll das sein? Das ist ein altes deutsches Volkslied. Ja gut, das ist ja nicht viel weiß ich. Ich kenn kein Deutsch. Die Rösslein spannt da ein. Rösslein? Ja, weißt du, was das ist? Rösslein, was? Pferde? Ja, siehste. Ja, du bist kein Pferdebauer, dann lassen wir das nicht, hä? Nee, ich kenn mich nur mit Hühner und Bullen aus. Ach so. Ja. Mit Bullen oder was? Naja, ich habe auch mal einen Bullenstall hier drin. Wie läuft denn das überhaupt? Ich habe dich lange nicht gesehen. Ach, das läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt. Nö, fein. Ja. Macht nur gerade Schönes unten mit dem Bio-Klatsch. Also, der Ben, der hat ja einen Auftrag von einem Landhändler bekommen, über Bäume zu fällen. Oh, ja. Aber währenddessen hatte ich gerade ein bisschen Mist gefahren halt. Was wir dann für die BGA nutzen halt. Ja, okay. Was der Herbert macht, weiß ich gerade gar nicht mehr. Der war eigentlich ziemlich vor uns, hat er noch gestriegelt. Da hat ich gerade vor uns Klippe Gülle hinfahren gesehen. Ich weiß nicht, was okay. Er jetzt macht. Ja. Apropos, Mann. Ja. Ganz wichtig. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig für dich. Du weißt doch, dass bei mir wichtige Sachen meistens an dritter Stelle kommen. Also kannst deswegen. Du mir alles anvertrauen. Ja, genau. Und zwar, ich soll dich mal an irgendwas erinnern, was worden ist. Das ist gut, dass du mich jetzt erinnert hast, sonst hätte ich das vergessen. Warte. Ich soll dich erinnern, dass du, glaube ich, mal... Du wolltest gerne mal zum Biohof runterkommen, oder du solltest mal zum Biohof runterkommen, oder irgendwie so, oder irgendwie so, was soll ich schaffen. Oh, müssen wir gucken, ob ich das heute schaffe. Ich bin nämlich gerade hier am Sehen. Was sehst du an? Ja, und danach schaue ich, weißt du? Ach so. Also, ich sehe hier an... Sojabohnen. Sojabohnen? Da, noch ein paar kleine paar Sojabohnchen reinhämmern hier, was weißt du? Was heißt Sojamilch? Nee, das verfütter ich an meine Tiere. Ja, das ist richtig. Das damit die es einmal ein bisschen schön haben, weißt du? Das ist ja ein sinnvoller Zweck dafür. Das ist ein sinnvoller Zweck, natürlich. Ja. Aber wenn sagen wir mal Raps. Raps oder sowas hast du nicht manchmal zum Verkauf, wa? Raps, aber ich glaube für diese aber kein Raps geplant. Ich glaube, nee. Nee, ich meine da liegen, schon geerntet. Ich glaube auch nee. Nicht? Na ja, gut, nee, ist nicht so schlimm. Alles also gut. Ich glaube erst nächstes Jahr haben wir ein paar Felder, wo wir Raps drauf haben. Okay. Ja, da wäre es dann halt, was wir dann so zum Verkaufen so nutzen wollten. Ja, frisch. Ja, und halt für die Fruchtfolge, dass sie halt am besten ist. Ach, weißt du, warum ich nochmal kommen soll zum Biohof? Ich wollte mir mal die Weinträubchen angucken. Genau, das. Ja, genau. Ja, du hast recht. Bist ein Fuchs, muss ich sagen, Richard. Ja, ich weiß, deswegen sage ich dir das auch immer so. Ja, wie sieht's denn aus heute mit dem Feierabend, Björn, heute Abend? Kann ich auch jetzt schon genießen. Ich hab ein... ja, das glaub ich dir. Ja, ich hab nichts mehr zu tun, deswegen. Ich hab hier... Was wollte ich dir gleich mal sagen? Ich hab hier eine neue Sorte da. Eine neue Sorte. Mm.
Mach mal hier so eine Bierverkostung. Könnten wir mal machen. Da bräuchte man mal ein bisschen mehr Sorten am Ende des Tages. Das stimmt allerdings. Ja, das ey, ich hab hier Witzdorfer Landfrauenbier da. Landfrauenbier? Ja. Ah, oh, hab ich jetzt auch öfters gesehen im Laden, aber... Selber abgefüllt. Ja. Ich hab's bis jetzt nur noch nicht geholt, weil ich wusste... Oh. Ja, so aber du musst ein bisschen aufpassen, wenn du das trinkst, wachsende Brüste. Also ist es das wie Koni? Das hast du jetzt gesagt, ne, ich. Ja, ich sag viel, dass das ein Tag lang ist. Da hast du wohl recht, Richard. Das stimmt wohl. Nee, fein. Ich bin hier gerade hier an deinem riesengroßen Feld und da muss ich mal sagen, das sieht sehr gepflegt aus. Das wurde mir 3000 Mal eingetrichtert, dass ich es gut machen soll. Von wem denn? Ja, von Chef und Chef. Ach so. Ja, das sieht gut aus, muss ich sagen. Also das, ja. Hast du gut gemacht. Ja, sieht sehr gesund aus, muss ich sagen. Steht ganz gut im Saft. Ne? Und ich habe mich heute auch schon aufgeregt, wo ich runter zum Biohof bin, weil ich einen Anhänger holen wollte. Ja, warum wie das? Du kennst doch, wenn du jetzt Richtung Tankstelle rauszufährst, den Feldweg oder die Straße dann. Ja. Ja. Da hab ich noch ein kleines Feldchen dort noch. Ja, ich weiß. Ja. Gleich bei der Tankstelle, ne? Nicht, also für uns jetzt da vor der Tankstelle. Davor, genau. Fahr ich da so lang, was sehe ich, ist mir irgendein Rindvieh wieder ins Feld gefahren. Das ist natürlich kacke. Also nicht allzu weit, aber da ist ein Rindvieh ins Feld reingefahren. Ich frage mich immer, wer das macht. Ja, ich ja auch. Und jedes Mal meine Felder. Das ist komisch. Na, ich habe aber bei mir auch schon gehabt. Ja, gut. Vorne hier bei dir, weißt du? Nö, ja, das weiß ich ja. Ich passe immer auf, weil ist ja eh alles eng hier. Ja. Hast du ja auch gerade übelste Kopfschmerzen gehabt? Nö. Ja, kann nur sein, dass ich gerade schon vor zwei Tablet genommen habe. Okay. Ja, ich mag die helfen viel, hä? Die helfen immer sehr, sehr viel. Ah, oh, das glaube ich. Ja, du musst dann gleich mal beim Biohof anrufen. Ja, sag's einfach mal an deinem Bescheid, wann du ums vorbeikommen könntest. Ja, ich lege jetzt mal auf und ruf den dann gleich mal an. Nö, dann ciao. Alles klar, Richard, und merk dir, Rösslein. Rösslein. Ging allein. Nee, das war wieder was anderes. Ich weiß. Da ja, bist du ja. Oh, Grüße noch mit der Grüße noch, Frau Lebensmittelladen. CIA, ach nee, CBA. Weißt du, wenn hier Lebensmittel CIA wäre, würde ich mir Gedanken machen. Na gut, naja, Richard. Aber ja, ich soll auch nur, ich muss wieder. Ja, aus den Nein, hä? Jo, ciao. Alles klar, tschüssi. Die wissen alle, ne? Dass das Rösslein ist. Da könnt man mal in die Kommentare schreiben, meine Lieben, ob ihr das gewusst hättet oder ne? Hättet ihr das gewusst? Guru, hättest du das gewusst? Wie ist denn das jetzt hier bei dir? Erzähl mal ein bisschen. Er ist 22 AP. Nichts mit AP hier. Ja, hallo? Tulli? Ja? Ich melde. Oh. Bis jetzt wusste keiner, dass es Rösslein heißt. Keiner? Nein. Die kannten noch nicht einmal das Lied. Kannst du dir das vorstellen? Die Brut hier in dem Witzdorf. Die kennen ja. Nicht einmal der alten deutschen Volkslieder. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sehr furchtbar. Ja, ist schon. Sehr grauenhaft. Nicht mehr. Nein, ist grauenhaft hier. Die Jugend kennt er nicht mehr. Da hast du recht. Dann wissen wir es mir zu machen. Wir machen für heute Feierabend, meine Lieben. Das war nämlich die zweite Folge für heute. Wir sehen uns morgen. Macht's immer gut. Und übrigens, den Mann in der Verarschen, ne? Tschüssi und ciao. Tschüss.